Hi ho und willkommen zur letzten Runde von der S Plus Mod. Und keine Sorge, ich ziehe nicht in den Krieg, nur weil ich da viele, viele Pistolen in der Tasche habe. Nein, das sind alles spezielle kleine Hilfstools aus der Mod. Und mit denen möchte ich jetzt auch mal anfangen. So, anfangen tun wir mal mit der sogenannten Resource Puller. Wie der Name schon sagt, man pullt damit Ressourcen. Es sind zwar jetzt hier alles S-Plus-Teile, aber es funktioniert auch mit sämtlichen anderen Gegenständen. Indem ich einfach draufklicke und schon bekomme ich dieses Pull-Menü, was man normalerweise von den S-Plus-Mods kennt. Kann ich jetzt auf allem machen, es würde sofort funktionieren. Sollte sich aber auch mal die Tooltips angucken, die jetzt gerade nicht dastehen. Was? Okay. Wrestling haben wir Option. Ja gut. Von mir aus. Die kann halt sonst nichts. Man kann auch ein bisschen genauer zielen, aber naja. Hier muss man auch sagen, die Pull-Reichweite lässt sich ja von diesen ganzen Gegenständen einstellen. Das ist eine zentrale Einstellung. Und die gilt dann auch für diese Pullgun. So, dann die zweite, auch sehr, sehr wichtige Gun, die sogenannte Demo-Gun. Hier steht jetzt auch ein bisschen was dabei. Pick up or demolished items. Das bedeutet, ich kann damit entweder Gegenstände aufheben oder zerstören. Diese Modus wechselt man jeweils mit Rechtsklick. Damit zerstöre ich sie, damit hebe ich sie auf. Und dann kann man quasi ganz einfach, klick, jeden Gegenstand aufheben. Das müssen keine Mod, das müssen keine S-Plus-Teile sein, das können Standard-Arc-Teile sein, das können andere Mod-Bausteine sein, egal was, man kann damit alles aufheben, mit einer Ausnahme, Baumplatzform. Die kann man damit nicht aufnehmen, und das hat auch einen guten Grund. So. Dann Nummer 3, die Transfergun. Die hat jetzt ein paar mehr Einstellungen. Nehmen wir mal die Standard, Rechts- und Linksklick. Es geht relativ einfach. Man kann damit, wie man sagt, Sa Gegenstände transferieren. Dazu klickt man rechts auf das Ziel und rechts auf die Quelle und links auf das Ziel. So, jetzt kommt ohne Meldung Transfer complete und jetzt habe ich alles, was hier drin war, in diesen Schrank getan. So, das funktioniert auch mit Dinos. Man kann wohlgemerkt nur aus Dinos pullen. Nicht in Dinos rein, nur aus Dinos. Das heißt, ich kann jetzt hier, und die habe ich ja nicht, kann ich auch nicht zeigen. Na gut. So, es geht aber auch noch anders. Ich kann zum Beispiel rechtsklicken, den Schrank als Ziel wählen und dann durch das Drücken der Alt-Taste mir selbst das Zeug geben. Hierbei kann ich mich auch total überladen. Da gibt es keine Grenze. Wenn man kann, kann ich 5 Tonnen ins Inventar tun. Natürlich die 300 Stacks maximaler Items. Die sind natürlich immer noch nicht. Aber zumindest die Gewichtsbegrenzung lässt sich dadurch auch haben. So kann man natürlich sagen, es hat mich überladen. Wie kriege ich wieder leer? Ja. Auch kein Problem. Man kann sich durch Drücken der Taste G nämlich selbst wieder als Quelle geben. Und so kann man das auch wieder reintun. Jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen mehr reingetan, mehr als ich eigentlich wollte. Die brauche ich später alles noch. Von daher. So, gut. Dann haben wir die beiden. T und M lasse ich jetzt mal weg. Nehmen wir mal die sogenannte Repair Gun. Damit kann man relativ schnell. Blöder Dillo. Das ist natürlich leider nichts, was ich kaputt machen kann. Hehehe. Auf jeden Fall, wenn man irgendwas hätte, was kaputt gegangen ist, kann man. Oh doch, Schränke. Schränke kaputt. So, man könnte die jetzt einfach aufnehmen und wieder neu hinsetzen. Dadurch würde sie repariert werden. Oder aber. Ich nutze den Reparierer. Natürlich, ich habe jetzt natürlich nicht die Ressourcen dafür.
Oh, die kann ich mir ja holen. Die habe ich ja da. Den Kran hatte ich nicht. Zack, repariert. Ach ja, ganz wichtig noch, für die Transfergun gilt, man kann nicht mehr sprinten, wenn man sie benutzt. Liegt daran, dass man nämlich mit der Umschalttaste einzelne Gegenstände transferieren könnte. Muss man aufpassen. So, dann, wenn ich schon hier bin, haben wir auf der Nummer 8 die Turret Gun. Die hat auch einige nette Funktionen. Vor allen Dingen kann man auch hier mit Rechts- und Linksklick die Settings kopieren. Das heißt, man stellt sich einmal den Turret ein, wie man es haben will. Klickt dann rechts, damit hat man es kopiert. Und Linksklick setzt man. Dadurch kann man jetzt mehr einmal ein Turret einstellen und dann sich andere Turrets in der gleichen Einstellung machen. Und ich habe jetzt natürlich nicht das passende. Man kann auch, wenn man die Munition in der Tasche hat, einfach durch Drücken von G jeweils ein Stack Munition in den Torwart reintun. Und sieht man auch die Anzeige, von daher. Und man könnte jetzt mit Shift, Rechts- und Linksklick das Ding auch ein- oder ausschalten. So. Dann kommen wir jetzt noch zur ersten mal letzten Gun. Die anderen beiden zeige ich nämlich erst ein bisschen später. Das ist der Light Setter. Der ist dafür gedacht, das Licht zu ändern. In der Regel hat man ja seine Lampen an der Decke oder sowas. Und dann kommt man nicht unbedingt ran. Und dafür gibt es halt den, wenn man trifft. Na? Eigentlich sollte der funktionieren. Also laut Beschreibung würde er theoretisch gesehen so funktionieren wie die normale, also wie die Gun, die Turret. Warum die jetzt nicht funktioniert, ist natürlich eine interessante Frage. Ah, wahrscheinlich weil sie keinen Strom hat. Oder vielleicht weil sie falsch schon gesnappt war, keine Ahnung. Hier geht's jetzt. Man kann jetzt auch Settings safen und sowas. Das ist gerade bei Lampen auch wieder sehr nett. Jo. Ansonsten, wie gesagt, kann die jetzt auch nicht viel mehr als ein kleines nettes Hilfe tun. So. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Wüstenbaustelle, die ich da mal hinten ganz fix mal zusammengeschustert habe. Es sieht ziemlich wild aus. Verzeiht mir bitte, aber ich wollte einfach nur mal kurz alle Teile zeigen. Und zwar hat die S+, sieht erstmal wie Metall aus, ist aber Glas. Und zwar ist das Glas und Metall. Man baut es auch entsprechend wie die Greenhouse-Bauteile, haben ein bisschen andere Ressourcenzusammensetzung. Ja, also geben tut es quasi alle Teile, die es ganz normal bei der S+ als Bauteile gibt, gibt es auch als Glasbauteile. Treppen, Ceilings, Foundation, Schrägdächer. Interessanterweise gibt es Fenster, aber keine Fensterwände. Aber Türen. Keine Ahnung. Es soll wahrscheinlich eher so gedacht sein für eine Mischung aus Metall und Glas. Keine Ahnung. So, hierbei ist ganz wichtig, das ist jetzt kein Greenhouse. Man sieht schon hier 15.000 und so weiter. Und ich kann jetzt hier auch drauf drücken, da geht nichts kaputt. Denn das ist Panzerglas, kann man quasi sagen. Das ist wie Metall. Aber man kann sogar die Außenmauer draus bauen und außer einem Titano macht da keiner, oder doch nur Titano macht da dran Schaden. Weil, wie gesagt, ist wie Metall. So, ansonsten ganz normale Eigenschaften, was man so kennt. Jetzt sehen wir das schon wieder. Die hohen Wände, die ganz hohen Wände. Es gibt auch die großen und die Behemoth Raptors sowie Behemoth und Dino Gates. Ich habe jetzt extra mal einen Stein genommen, damit man die Tore besser sieht. Wahrscheinlich ist es eher dafür gedacht, dass man sie mit Metall benutzt, dann sieht es wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt hier auch extra mal die Schrägdächer genommen, weil die habe ich nämlich glaube auch noch nicht gezeigt. Bei den normalen Bauteilen. Es gibt hier sowohl
gerade als auch schräge Large und Behemoth Hedgeframes. Das ist eine sehr nette Sache. Ah, Standard einstellen. Gut. Ja, es geht mir gerade alles auf und zu und auf und zu. Ist mir jetzt gerade mal egal. So, und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem, für was diese beiden Guns sind, die ich jetzt noch habe. Und zwar haben diese Glasbauteile nämlich noch zwei zusätzliche Optionen. Das hier ist ein Zufallsding, das brauchen wir eigentlich nicht. Man kann einmal die Transparenz ändern. So kann man jetzt nämlich sagen, mal so, dann ist die Glaswand nämlich von beiden Seiten nicht mehr durchsichtig. Man kann das Ganze auch in eine Richtung machen, also man kann drauf aber nicht reingucken, in beide Richtungen, wie man will. Man kann die natürlich auch einfärben, dann sind die auch farbig. Dazu muss man aber die Transparenz einschalten, wohlgemerkt. Sonst klappt das nicht. Den Rahmen kann man natürlich ganz normal färben, aber die Glasscheibe geht nur, wenn man die Transparenz aktiviert. Ist ein bisschen schade, aber na gut, ist wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen schwierig. So, kann man hier auch. Und dafür gibt es dann nämlich auch diese Transparenzzeige. Damit kann man jetzt quasi auch aus der Entfernung wieder auf das Menü zugreifen. Und natürlich Save und so weiter und so fort. So, und die zweite Option, die auch diese Glasteile haben, ist sogenannter Model Selector. Damit kann man jetzt nämlich definieren, welche Rahmen die Wände haben sollen. Zum Beispiel kann ich sagen, gar keine, alle vier, zwei hier, zwei da, nur ein an einer Seite, drei oder die Ecke. Das kann man sich halt zusammenstückeln, wie man das so braucht. Und natürlich dafür gibt es auch extra eine Model Gun, damit man es auch aus der Entfernung machen kann. Ran kann sich hier wieder und zack, kopieren. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht vor die Scheibe rennt. Jetzt habe ich das auch wieder. So. Also damit kann man auf jeden Fall nochmal einiges schicker bauen. Wir haben jetzt zum Beispiel unser Gewächshaus so gebaut. Denn, das ist der zweite nette Effekt, man kann sich hier nämlich auch ein Gewächshaus draus bauen. Man hat hier in diesen Glasbauteilen auch den Gewächshauseffekt, wie man es von den Greenhouse-Bauteilen kennt. Ohne dass man Bauteile hat, die nur 100 Leben haben. Und per purer Faust kaputt gemacht werden können. So, und das zeige ich jetzt auch gleich mal. Ich habe nämlich hier extra auch die drei Beete aus der S-Plus-Mod mitgebracht. Und man sieht hier schon, oh, die haben Snap-Punkte. Das ist auch nett, dadurch kann man so. Ja, okay. Hat jetzt einen Moment gedauert, man sieht 300% Greenhouse-Effekt. So wie man es kennt. Und ansonsten natürlich gleiches Spiel, wie man es halt kennt. Aufhebbar. Pullen kann die Dinger interessanterweise nicht. Mit schade, erhöhte Slot-Zahlen. Ja. Das Ganze gibt es natürlich auch. Mittel und bei Small gibt es, muss man aufpassen, gibt es nämlich 5 Snap-Punkte. Man kann theoretisch sind 5 Beete aufeinander klatschen. Dadurch, dass es keine Kollisionsabfrage ist, geht das. So. Jo. Und damit kommen wir jetzt schon nämlich ein bisschen ins nächste. Und zwar einige nette Automatismen. Gerade in Verbindung mit den Beeten. Denn wer kennt's nicht? Ja, Kacke einsammeln in den entweder in den Komposthaufen oder in die Käferchen tun, dann irgendwann den Dünger rausnehmen und verteilen. So, das macht die S Plus in der Theorie automatisch. Dummerweise habe ich jetzt da was vergessen. Und zwar, da fehlt das Wichtigste für. Es ist nur die Frage, wo das Ding ist. Ja, gute Frage.
Hoch, nicht, nix. Ah, da ist er. So. Dann fangen wir nämlich mal an. Okay, wir möchten jetzt unsere Farm ein wenig automatisieren. So, dazu benötigen wir erstmal den sogenannten Item Collector. So, das Ding sieht aus wie die Seemine und ist eigentlich ziemlich hässlich. Aber gut, es ist eine geborgte Struktur an der Stelle. Er hat nichts Eigenes gemacht, was die Mod wieder aufgebläht hätte. Von daher soll sie mal gegönnt sein. So, wie funktioniert das Ding jetzt? Einmal braucht man dafür Propellant, damit das Ding betrieben wird. Oder man kann ihn auch auf, was ist? Man kann ihn auf sogenannte Wireless Power umändern. Damit ist aber nicht der Strom gemeint, sondern damit ist der, ich sag's, der WLAN-Strom des Tech-Generators gemeint da hinten. Damit würde er auch gehen. Ansonsten muss man ihn mit Propellant betreiben. So. Jetzt aktiviere ich ihn mal. Kommen so lustige Blitze, daran sieht man, dass er funktioniert. Unter Umständen sammelt er jetzt auch was. Das hängt davon ab, ob jetzt gerade hier in der Umgebung was ist. Er hat nämlich eine gewisse Sammelreichweite. Da muss man auch sagen, die kann man auch wieder erhöhen. So, und was sammelt er denn? Er sammelt Hub, Eggs und Zementpaste. Damit ist die Zementpaste gemeint, die die Schnecken automatisch fallen lassen. Nicht die, die sie produzieren im Inventar, sondern die, die sie immer mal hier auf dem Boden rumlegen. Das kann mit der Zeit auch eine ganze Menge werden. Ansonsten, also die Eisammelfunktion ist natürlich eine sehr nette, wobei man natürlich dann immer noch die Eier dann in den Kühlschrank umlagern muss, weil da drin halten sie nicht länger. Ah, sehr schön. Er hat auch automatisch mal von irgendeinem der Dinos hier ein Stückchen Kacke geholt. Gut. Was macht man jetzt damit? Joa. Natürlich einen Komposthaufen, den brauchen wir natürlich. So, nun ist es so, dass der, keine Ahnung in welchen Abständen, das haben wir nicht herausgefunden, hat er hier eine Option. Die kann man jetzt ausschalten. Poop Distribution. Und damit würde er jetzt quasi die aufgesammelte Kacke in benachbarte S-Plus wohlgemerkt Kompostbins verteilen. Hier sind natürlich auch die Slots ein bisschen größer. Sollte man vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen, wenn man es ordentlich machen will. So, jetzt hat er gesehen. Er hat das hier reingetan. So, er hat natürlich jetzt nur eins reingetan, weil er nur eins hat. Er würde auf jeden Fall immer genau drei Stück reintun, weil drei Stück braucht man, um einmal Dünger herzustellen. Das heißt, man baut das ganze Ding mit Hedge zu und dann kommt der automatisch der Item Collector, der jetzt Scoop einsammelt, es hier drei Stück hier rein transferiert. Und der Kompostbin würde jetzt anfangen und Dünger herzustellen. So, diesen Dünger würde er dann auf die Beete automatisch verteilen. Hier ist es jetzt aber so, um zu vermeiden, dass die Beete überfüllt sind, füllt er immer nur maximal zwei Dünger in die Beete rein. Sofern das klappt, ist das auch eine gute Sache. Wir haben es bei uns auf dem Server ausprobiert und es hat noch nicht so richtig geklappt. Also ich würde mich nicht unbedingt drauf verlassen, dass der das alles so schön einsammelt, alles in die Kompostbin reintut und so weiter und so fort. Und das ist dann im Beet landet. Und da man natürlich keinen Puffer hat, weil man ja maximal zwei Stück drin hat, ja, also ich würde eher noch dazu raten, sich was anderes, sich Kacke-Käfer zu machen, wenn sie gehen, oder halt hier halt mal die Kacke sammeln und hier das Ding vollstopfen oder eine andere Mod benutzen und dann hier die Slotzahlen von den Beeten hochzudrehen, einfach mehr Dünger reinzutun. Ich würde auch momentan nicht dazu raten, es mit der zum Beispiel der Transfergun zu machen. So nach dem Motto, oh, ich habe da ja 300 Stück Dünger, die haue ich jetzt einfach mal rein. Das kann funktionieren, dass es dann nur 5 Stück reinhaut, so viel wie reinpassen. Das kann aber auch passieren, dass danach 300 mal Dünger in dem Beet drinnen liegen. Das ist dann nicht ganz so toll, weil das muss man dann wieder rausnehmen. Ja, also von daher, apropos rausnehmen. Ihr kennt sicher die Lags, die man immer passieren, wenn man größere Mengen Items hin und her schaufelt. Das passiert nur, wenn man es manuell macht. All diese Pullguns, die man hier liefern gezeigt habe, da passiert das nicht. Also von daher, sogar im Performance-Gebiet.
Und da, und übrigens, die Glasteile sind auch etwas performanter als die Greenhouse-Teile. Standard-Greenhouse-Teile. Also bitte, entscheidet selbst. So, aber wir wollen jetzt mal weitermachen, nämlich, okay, sagen wir mal, alles hat jetzt funktioniert. Unsere Früchte wachsen. Ja, das ist natürlich noch keine Vollautomatisierung. Dazu bräuchten wir jetzt nämlich noch den sogenannten Gärtner. Ja, das ist irgend so eine Typ in einer schimmeligen Rüstung. Jetzt mal so. So, was macht der jetzt? Ja, ich habe jetzt gerade kein Bier da. Weißt du, weiß ich auch nicht, wo ich es auf die Schnelle finde. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück. Das habe ich nämlich am Anfang vergessen. Okay, das kann ich schon mal mitnehmen. Das brauche ich, das weiß ich. Nix. Wasser habe ich. Crafted Food. Ah, hier, klar. Sehr schön. Der Gärtner ist nämlich ziemlich versoffen. Den kann man jetzt ein Bier geben. Activate. So, und jetzt sammelt der Gärtner alle Sachen aus den Beeten ein. Also auch Sachen, die ihr nicht wollt, muss man dazu sagen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt Narko-Berries sammeln oder sowas, ja, das ist nicht so. Der sammelt auch alles andere ein. Wenn er das relativ, wenn er zum Beispiel die Reichweite etwas eingrenzt und den nur und dann die separate Gewächshäuser macht, dann funktioniert das. Wenn er ein allgemeines Gewächshaus hat, wo alles drin hat, nein, dann sammelt euch alles weg. So, warum sollte man das jetzt machen? Macht ja keinen Sinn, man hat ja die Pulgans. Nun, der Sinn dahinter ist eigentlich, dass der das ganze Ding hier zum einen mal 300 Slots hat. Und der Gärtner hat die gleiche Verfallsrate von den Früchten wie die Beete. Weil in den Beeten halten die Früchte ja länger als zum Beispiel im Kühlschrank. Und dadurch kann man das mit dem auch so machen, dass man hier wie zum Beispiel größere Mengen Narkobeeren mal sammelt. Die halten ja dann so lange wie in den Beeten. Früher ging es auch, dass man mit der Pulgan die Sachen reinpullen konnte. Das hat er aber gefixt. Jetzt nicht mehr. Ja, schade. Aber naja, gut, was will man machen? So, damit hätten wir jetzt einmal Farming im Schnelldurchlauf mal kurz erklärt, wie es funktioniert. Vermutlich war es auch wieder zu schnell, aber ich wollte es nicht extra noch eine Folge machen. Also es sind ja jetzt immer schon 4 Folgen. Jo. So, passend zu dem Gärtner gibt es auch noch etwas, den Schafscherer. Oder sollte man eher sagen, dem Wolf, der Wolfs im Schafpelz. Das ist auch ein sehr nettes Teil, muss ich sagen. Also der macht unheimlich viel Wolle. Nämlich, er schert die Schafe automatisch, sobald diese wieder voll sind. So, der ist zumindest nicht ganz so versoffen, der ist eher verfressen. Der nutzt nämlich normales Hornmeat. Damit kann man ihn aktivieren. So, und wenn ich jetzt hier ein Schaf hätte, würde er das automatisch scheren. Das kann ich mal gucken. Spawns, Features, Land. Uvis. So. Ich habe jetzt mal 2 Schafe gespawnt. Eins, was wild ist und eins was. Jetzt müsste ich natürlich warten, bis da irgendwann mal was kommt. Das will ich aber nicht. So. Ich habe es jetzt mal beschleunigt, indem ich außen angemacht habe und man sieht, das Schaf ist nackt und landet hier drinnen. 300 Slots ist eine ganze Menge, also wenn da 300 Slots Wolle drinnen sind, dann könnt ihr euch mal ausrechnen. Das sind pro, das sind dann pro Stack 200 Kilo. Mal 300. Und da fliegt man eine Weile mit einem Quetzi oder so. Oder hat es halt in der Nähe vom Haus. Man sieht auch, er sammelt nicht von. Das wäre natürlich noch lustig. Aber naja, gut. Kann man jetzt nicht unbedingt, aber.
So, damit hätten wir jetzt so ziemlich alle Automatismen, alles was neu ist. Ja, ich glaube, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Falls, ihr könnt ja schreiben, falls noch mal anfällt. Ja, beim letzten Mal habe ich den Dings noch vergessen. Es gibt auch einen Elevator. Aber das Problem ist, dazu kann ich echt wenig sagen, weil ich habe noch nicht meinen Standard Aufzug benutzt. Von daher, wie da die großen Unterschiede sind, fragt mich bitte nicht. So, jetzt machen wir das Ding an. Jetzt kommen wir nämlich zum letzten. Der sogenannte, der gehört zum Tech-Tier, der benutzt Element Shares. Okay, dann holen wir uns erstmal ein paar okay, wir brauchen Ressourcen. Element. So, okay, 50 Element. Das weiß ich noch nicht. So, damit kann man sich jetzt Personal transportieren. Ich habe jetzt mal Elementscherben dazu genommen. Aber so richtig. Left click to teleport. Right click to drop the cube. Use element share. Ja. Irgendwie. Weiß nicht, aber damit will man, dass ich vielleicht noch die Cheats drin habe. Ich mache sie mal aus. Ah, okay, er hat wohl Probleme mit den Cheats. Auch gut zu wissen. So, jetzt habe ich einen Teleport. Ah, jetzt wissen wir auch, was damit gemeint ist. Dieser Beacon ist quasi ein Punkt, an dem ich, den ich, mit dem ich markiere. Also der Rechtsklick markiert einen Punkt, mit dem ich mich teleportieren kann. Jetzt habe ich mich hierhin teleportiert. Jetzt ist natürlich der Beacon verschwunden. Ah ne, das da hinten. Und hier ist mein Beacon. Und er braucht gerade mal pro Teleport eine Schärpe. Also es ist sehr günstig. Ist natürlich sehr lustig, muss ich sagen. Ich sag mal so, meine Mitspieler haben das wohl noch nicht festgestellt. Ich glaube, ich muss das Engram vielleicht noch deaktivieren. Das Ding ist nämlich noch ein bisschen hart böse. Wollte ich mal sagen. Ich habe auch gesagt, nee. Ja, lassen wir das. So, ja, damit habe ich jetzt einmal komplett die S-Plus durchgerotzt mit allem, was so dazugehört. Das muss natürlich jetzt noch nicht das Ende von der S-Plus-Mod sein. Also es gibt noch einige Sachen, die noch schön wären. Es gibt einige Sachen, die noch fehlen. Zum Beispiel gerade das letzte Patch fehlt zum Beispiel noch. Die Klonkammer, der Turret fehlt zum Beispiel noch von der S Plus jetzt. Es gibt vielleicht noch das ein oder andere Gegenstand, wobei mir fällt jetzt gerade nichts ein. Das S Plus noch, was weiß ich. Die Trophäen für die Artefakte oder für die Wand zum Beispiel, da ist noch nichts bisher gekommen. Keine Ahnung, ob er da mal was vorhat. Sonst noch irgendwas? Mir fällt gerade kein Teil ein, was sonst noch nicht S Plus ist. Vielleicht fällt euch auch noch was ein. So. Auf jeden Fall, ich denke mal, wenn noch mal ein größeres Update von der Mod kommt, noch ein paar lustige Funktionen oder sowas kommen, dann mache ich noch mal eine Update-Folge, zeige die neuen Sachen, die es so gibt. Und bis dahin, naja, schauen wir mal, was wir noch für eine Mod. So, ich habe noch ein paar Mods, die ich jetzt noch vorstellen möchte und dann mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, was man an Mods noch ihr vielleicht mal gerne sehen möchtet, noch vorgestellt haben oder einfach nur, was er meint, was ganz gut wäre. Also da bin ich auf jeden Fall offen. Also, schreibt es ruhig in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Mod kennt. Und ich werde da mal, versprechen kann ich es natürlich nicht, aber ich werde es auf jeden Fall mir mal anschauen und überlegen, ob ich dann mal
ein, zwei Folgen dazu mache, oder je nachdem, wie groß die halt ist. So, in dem Sinne, sage ich mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal.